Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder ein Update da und ich sage nur, oh mein Gott, also ich meine, hallo. Ich sehe hier schon tausend Leute im Hintergrund rumreiten. Genau, und hier stehen sie und hier sind auch tausend Menschen, wahrscheinlich sogar 10.000. Aber ich meine, guckt euch mal, wie schön die sind. Und hier kann man anscheinend auch nochmal so krasse Figuren drauf machen. Frisuren meine ich. Okay. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das ist sehr nice. Gut, wir gehen einfach mal rum. Das finde ich schön, das finde ich nicht schön, weil das ist so extrem glänzend. Das finde ich nicht so schön mit der grauen Mähne. Das finde ich auch nicht so schön, das finde ich auch nicht so schön, das finde ich auch nicht so schön. Aber das finde ich schön. Genau, also wir haben zwei, die wir schön finden, aber wir haben leider keine 950 Starcoins. Aber ich meine, wir können sie trotzdem anschauen. Ja, wir nehmen das da. So, Mähnen. Ändert sich die Mähne da? Nein, da ändert sich nur der Schweif hin. Aha. Glaube, ich würde dann das nehmen, falls ich mir jetzt kaufen würde, aber ja. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns einmal den Schritt an. Also das ist der Stand, den finde ich ganz okay. Aber der ist schon süßer, aber da ist mir der Kopf so ein bisschen weiter unten. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Das finde ich ist sehr extrem. Und ich finde, die haben so dünne Beinchen und so einen großen Körper. Und ich finde, das ist sehr dressurmäßig. Ich weiß, es ist ein Dressurpferd, aber für mich sieht das sehr gekünstelt aus. Tut mir leid. Das finde ich gut, aber da gibt es immer diesen einen. Das hackt da irgendwie, das gefällt mir auch nicht so gut. Das finde ich gut, aber da zieht es halt auch so die Beine zum Kopf. Das ist, also das streckt das so. Das gefällt mir auch nicht. Und das ist ganz schlimm, da ist der Körper irgendwie voll steif, finde ich. Und das ist auch sehr streckhaft. Die besondere Gangart, das finde ich cool. Das finde ich cool. Und das, da kann ich bitte mal betonen, wie geil das ist. Also wie geil ist das bitte? Ne, erst geht so wie Weltspanni hoch und dann springt es einfach. Ich meine, hallo? Wie geil ist das bitte? Ich meine, hallo? Wie geil ist das bitte? Ich bin gerade sowas von... Ich finde das sehr geil gerade. Ja. Also ich finde das wunderbar. Aber ich kann mir leider keinen kaufen und das finde ich sehr schade. Also ich finde die schon sehr nice. Und wahrscheinlich wird jetzt jeder 24/7 damit rumlaufen. Genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, was rausgekommen ist. Nämlich wird uns heute auch noch das Dressurreiten vorgestellt. Wie man... Also es wird einerseits besser gemacht. Durch diese mega krassen Lipizzaner. Und dann eben wird einem auch noch das Dressurreiten vorgestellt. Und das machen wir jetzt nämlich, weil dafür braucht man keine Lipizzaner. Und auch keine Starcoins. Ach ja, genau, das ist jetzt auch noch nämlich. Die wurden hier geändert. Die Pferde, das sind jetzt diese Lipizzaner eben mit der besonderen Frisur. Das finde ich sehr nett, dass sie das geändert haben. Weil, ja. kann ich einmal an die Quest? So. Chloe, willkommen in der Dressurarena. Das lesen wir uns jetzt nicht alles durch. Genau. Also, wir bekommen auch Punkte, bla 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 bla. So, wir sind bereit. Bedeutet, wir drücken auf Start. Wir anhalten. Jetzt sollen wir Schritt gehen. Hilfe, was passiert hier gerade? Hey, du bist vom Kurs abgekommen. Fehlerpunkte hinzugefügt. Oh oh. Hä? Warum haben wir jetzt Fehlerpunkte? Verbeugen. Wir sollen den Richter grüßen, so habe ich das verstanden. Ja, und jetzt? Schritt. Super. Hier steht schon wieder ein Lipizzaner und da kommt auch einer. Oh, ich liebe die. Ich finde die so toll. Ich finde die so toll. Dreh ich mal nach links. So, yay. Wir haben nur 8,2 momentan. Mega. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Da sind wir dann in Trab wechseln. Okay. So, let's go. Gut. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, dann nach links. Also, mir gefällt's. Ich kann es nicht anders sagen. Also, hier geht ja gerade richtig was ab. Vor allem mit den Lipizzanern. Wahrscheinlich latschen alle zuerst zu den Lipizzanern. Und dann holen die sich ein und dann machen sie das krasse Dressur-Ding draus. Ich bin da durchgeritten. Was ist das? Ich bin doch da durchgeritten. Kann ich bitte mal betonen, dass ich da durchgeritten bin? Okay, dann halt nicht. Vielen Dank dafür. So, jetzt müssen wir nach rechts. Da kommen noch mehr. So. So, gut. Jetzt ist Schluss. Ich muss jetzt verbeugen. So, deine Punkte 49 von 60. Aha. Sag mal, kann es sein, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder so, aber dass das hier unten viel, viel kleiner geworden ist, dass man jetzt einen viel größeren Bildschirm hat, das irritiert mich gerade zu 100%. Aber ja. Also ich fand es cool. Das fand ich eben schon sehr cool. Da hockt eine Katze. Neben Chloe hockt eine Katze. Das zählt als Rennen? Geil. Dressur für fortgeschrittene Dressurtraining. Ah, okay. Also das war das jetzt. Okay, hier wird sich schon über die neuen Lipizzaner unterhalten. Also, gut, ich würde sagen, dann mache ich einfach mal direkt einen Schlusssatz. Ich finde es extrem geil, weil die Pferde sind echt nice. Bis auf die Gangarten. Die gefallen mir nicht so. Aber mir gefällt der besondere Move sehr gerne. Und ich mag den schwarzen und diesen weißen halt. Genau. Das Dressurreiten finde ich auch sehr toll. Ja, ich krieg bloß keine XP, weil dann meine Pferde ausgelevelt sind. Ist ein bisschen schade, aber liegt an mir, nicht an SSO. Ich finde es sehr geil, dass sie das. Upsi. Ich finde es sehr geil, dass sie das jetzt reinbringen. Weil vorher konnte man ja nur springen und eben diese Parcours aufbauen oder halt. Es gibt auch ein paar, ja, Western-Sachen so. Aber eben gar keine Dressur. Und deswegen finde ich das sehr, sehr toll, dass sie das jetzt reingebracht haben. Also wirklich Dankeschön, SSO. Mega geil von euch. Ja, genau. Aber damit würde ich sogar schon sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war nicht zu kurz. Obwohl, bei mir ist das eigentlich nie das Problem, weil ich immer viel zu viel laber, habe ich das Gefühl. Aber ja. Genau, wie gesagt, ich würde sagen, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dieses Update kriegt von mir eine 8,5 von 10, weil mir gefallen die Animationen nicht. Aber jetzt, tschüssi!